Ja, was wolltet ihr? Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim ja, für die Switch. Was wolltet ihr? Mit Serana. Und ja, wir haben immer noch eine Quest übrig, und zwar diese hier. Zeige ich euch kurz. So, wollte ich natürlich nicht. So, wir müssen den Innenhof von Burg Volkiha erkunden. Dafür müssen wir außen um die Insel rum, denn es gibt wohl einen Seiteneingang. Wer denn da? Ein Kundschafter, okay. Ist hier eine Nachricht dabei? Wer kundschaftet hier rum? Nein, hier gibt's nichts. Nichts dabei. Na gut. So, also, um nochmal darauf zurückzukommen, wir müssen, ist drin? Wir müssen einmal hier rum, um die Mutter von Serana zu finden, denn die hat eine von zwei Schriftrollen, die wir finden sollen. Und, ja, das geeignete Versteck, ja, sagte sie, gleich hinter dieser Biegung. Sie sagte, das geeignete Versteck wäre etwas, wo ihr Vater nie suchen würde. Und das ist angeblich ein alter Kräutergarten. Die Burg sieht von hier unten so groß aus. Ich meine, sie ist ja schon groß, aber sie wird einfach noch größer. Na los. So, gucken wir hier immer. Guck mal. Hier gibt es so einen kleinen Weg, wo wir wahrscheinlich auch dahin kommen. Huch. Sind hier so viele Feinde, oder? Laufen alle hier rum. Hier drauf noch jemand. Wo wollen wir uns nochmal? So. Achso, okay. Alter, ey. Steckt doch gut rein, wa? So. Ja, oder war er? Okay. Oben haben wir das Serana mit Schwert, das ist ärgerlich. So. Die Gegner sind denn hier? Weiß ich gar nicht. Okay, aber darum müssen wir zumindest rein. Das ist nämlich dort, wo die Mutter wahrscheinlich den Kräutergarten gehabt hat, wo der Vater niemand suchen würde, weil ihm dieser Kräutergarten zu friedlich war. Oh, schauen wir nochmal rein. Oh, durch die Krypta. Klingt eigentlich nie gut, die Krypta, finde ich, aber wir probieren es trotzdem mal. Okay, Gestöhne. Ah. Okay. Durch. Okay. Die alte Wasserzisterne. Wer ist da? Ein Todeshund. Haben wir geschafft. Ja, das stimmt. Wer ist denn noch so ein etwas anderer Todeshund? Warte, kommt noch einer? Achso, Serana ist Todeshund. Achso, wie viel kommt denn davon? Danke, ui, ich wäre beinahe draufgegangen. So, ich halte mich mal kurz. Und los geht's. Achso, das Schwert lassen wir nicht draußen. Hier dann. So eine alte Fallbrücke. Wer ist das? Wo ist denn da jemand? Ach da, okay. Holen wir uns erstmal die und dann kümmern wir uns um den Eingang.
Ah, guck mal. Ein wilder Vampir. Tagebuchfragment, nimm mal mit. Ring des geringen Zerstörung. Okay. Und hier noch oben, hier. Kleines Tränkchen. Hier sehen wir einen Schalter, den benutzen wir mal. Okay, das wird wahrscheinlich die Öffnung gewesen sein. Beziehungsweise die Brücke. Was ist das hier? Die Ringwahl hier. Nehmen wir mit erstmal. Lesen wir später durch. Ah. Sophie kann schon wieder nicht rennen. Das kann ich mir aber am besten will nicht vorstellen. Aber es ist so. Okay, dann werden wir einfach mal was abwerfen. Haben wir genug da, was man bestimmt loswerden kann. Oh, ein Gewicht ist durch den Albern. Ein Gewicht. Unbedingt mal irgendwo hin und alles loswerden, verkaufen. Urukai, Nakrin, Reckengewand. Links Reckengewand ist irgendwie auch albern. Okay. So schön ist es auch nicht. So. Dann sind wir zurück. Ich denke mal, das Tor wird sich geöffnet haben. Dann können wir da jetzt auf jeden Fall durch. Behaupte ich mal. Ich weiß natürlich nicht ganz genau. Aber. Ich würde sagen, es ist so. Ja. Na gut. Reichen wir nochmal zwischendurch. Halber. Jetzt nach links. Das hier ist eine dieser doppelten Sicherheitseinrichtungen, die mein Vater mit zunehmendem Verfolgungswahn hat einbauen lassen. Wenn wir diesen Weg folgen, können wir den anderen Schalter finden. Auf dich. Ach, das wird euch eine Lehre sein. Haben die was bei sich, die Hunde? Hundefleisch? Alte Schaufel. So. Blöde Töle. Da sagt man mal, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Ach, da von da oben wird immer die. Ach, da werden die Reste der Menschen runtergeworfen, die sie oben vernascht haben. Auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Was ist der Kräutergarten? Ich glaube nicht, ne? Oh, hier sind ein paar Getränke. Mit. 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 Hier werden ein paar Rituale gemacht. Keine schönen, wie man sieht. Aber wir sind ja auch nicht hier, um Friede, Freude, Eierkuchen durch die Welt zu tingeln, denn wir müssen ja die Mutter finden. Das ist nur eine Wand. Ne, Truhe. Können wir aufschließen? Probieren es mal. Oh nein. Ich dachte, ich habe was gespürt. So. Und ein Granatschein. Perfekt. Hier geht's weiter. Ja, was wolltet ihr? Gar nichts. Du standst noch wie ich. Ach, schön. Ein kleines Spinnchen. Ja, was wollt ihr? Wir haben nicht so coole Zauber hier. Das können wir aber benutzen. Ist damit. Amen. Mal hier hin. Machen wir da hin. Dir. Jo! Eiersonne ist auch ein Riesenviech, ne? Hässlich. Hässlich in die Nacht. Okay, wir müssen schon wieder auf Heilung gehen. Sicherheitshalber. Ja, was wolltet ihr? Okay, die hat hier auch ein bisschen was zu essen bekommen. Knoblauch. Vielleicht ganz gut für die Vampire. Wenn sie schon Knoblauch dabei haben, das wäre nicht so schlecht. Okay, irgendwas hat sich bewegt. Gehen wir hier durch. Okay, da geht's runter. Achso, ist wahrscheinlich nur eine Abkürzung, ne? Okay, dann gehen wir nochmal hier zurück. Hier runter.
waren wir schon? Hier waren wir doch schon. Ach so, hier ist wahrscheinlich der andere Weg jetzt frei. Ne, warte mal. Irgendwas hier aufgemacht? Ah, okay, 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 okay. Okay. So, einmal zurück. Wahrscheinlich. Ja, komm mit. Hier durch. Oder hier weiter, ne? Würde ich sagen. Hier geht es zum Innenhof. Geht einfach zur Tür. Mach ich. Wo ist die Tür? Ah, da oben. Okay. Klopf, klopf. So, hoffentlich ist die Mutter ein bisschen freundlicher. Und nicht ganz so garstig wie der Papa. Obwohl er mir natürlich ein schönes Vampirgeschenk gemacht hat. Innenhof geschafft. Oh nein. Was denn? Welcher Mal? Nein. Was ist hier nur geschehen? Alles ist heruntergekommen. Der ganze Ort sieht so tot aus. Als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Oh. Ist es auch so? Oder seine Mutter lässt den Anschein wahren. Dieser Weg führte zur großen Halle der Burg. Vater hat ihn allem Anschein nach versiegeln lassen. Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spazieren gegangen. Es war einst ein wunderschöner Ort. Ja, durchsuchen wir den Ort mal. Finden wir trotzdem ihre Mama. Dieser Garten gehörte meiner Mutter. Er... Wisst ihr, wie schön etwas sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Ihn so zu sehen, hätte ihr das Herz gebrochen. Wartet. Komm, warte doch, was ist denn los? Das hier ist die Sonnenuhr wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal, warte mal. Hier oben lag so ein Ding rum. Nehmen wir gleich mal mit, während sie da irgendwas erzählt. Damit etwas sagen. Versuche die Monduhr. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Hier passt nichts hin? Ja. Hier haben wir noch einen. Müssen wir die anderen Teile noch finden? Die werden wahrscheinlich hier irgendwo rumliegen. Schauen wir mal. Wo geht's denn hier hin? Achso, ist da, wo wir hergekommen sind. Entschuldigung. Nicht aufgepasst. So, Serena, such du auch mal bitte und steh nicht da so dumm rum. Zu nichts nütze. Du bist zu nichts nütze. Was so gut aussieht. Krass. Ja, also irgendwie müssen wir hier noch ein paar Teile rumflezen. Wo die genau sind, weiß ich natürlich auch nicht. Aber wir werden sie finden. Hier ist noch ein Halbmondblende. Wo wir die einsetzen können. Vielleicht hier. Nein, aber dann vielleicht hier. Okay. Halbmondblende entfernt. Okay, das richtige Element. Es muss also noch ein Element irgendwo liegen. Was hier noch finden irgendwie? Hier oben vielleicht noch. Aber noch ein Weg, der nach oben führt, oder? Voll schnell nach oben. Blasenpilz. Ja. Na, schon Wellness. Nordturm. Ja, ist die Frage, ob das auf dem Turm irgendwo hängt oder ob das hier irgendwo noch liegt. Dann muss ich die Türme durchforsten. Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Also hier lag ein Teil rum, vielleicht liegt da drüben im Wasser noch ein Teil rum, hier im Garten. Gucken wir mal. Heukirschen. Heukirschen. Da. Okay, es ist ein Vollmond. Reintun können. Da passt das nicht, hier bleibt. Oh, jetzt geht's los.
Ah, ein Treppchen. Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug. Okay, sehr klug von mir, das zu finden, meinst du? Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Nun, wenigstens kommen wir unserem Ziel näher. Okay, durchforsten wir die Ruinen. Vielleicht finden wir weitere Hinweise, wo die das Muttchen sein kann. Das wäre natürlich ganz wichtig zu wissen. Ich kann uns ja wirklich helfen. Und wenn nicht, haben wir einen schönen Spaziergang durch die Ruinen. Was ja auch nicht immer das Verkehrteste ist. Also, oh, wird schon ein Schwert rausgeholt. Also sind wir ja wahrscheinlich die Ersten. Okay. Also erstmal finden wir uns, klauen zwischen Geld hier. Und wir nehmen den Wein, brauchen wir nicht. Hier ist eine Kette. Okay. Sieht aber aus, ob wir gerade ein Festmahl verpasst haben. Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich stelle das Schwert trotzdem noch kurz. Wir hier stoßen könnten. Ich habe das Schwert trotzdem mal weggetan. Das ist immer so voll im Weg, im Sichtweg sozusagen. Kochtopf. Verlagst. Brauchen wir wahrscheinlich, um Beine zu spalten. Was noch mehr Gold? Habe ich gar nicht gesehen. Nehmen wir auch schnell mit. Ja gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hoch. Wert im Anschlag. Oh. Ei, ei. Wer ist da? Okay, einer ist ja noch größer. Da oben, okay. Was? Merkwürdige Skelette, oder? Ah. Gruselig, haben sie die ganze Zeit auf mich gewartet, bis sie kommen? Das ziemlich langweilig gewesen sein hier, die letzten paar tausend Jahre. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber... Oh, den hat sie aber gespalten hier. Okay. Was war das denn? Oh, ein Gargoyle. Kann er dagegen laufen, gegen dieses Metallding? Schade, ich dachte, er rennt da so gegen und verletzt sich selber so ein bisschen. Das macht er anscheinend nicht. Geht wieder zu spielen. Ich bin so blöd mit meinem. Muss echt irgendwie mehr Sachen loswerden. So. Au, oh, ich bin jetzt wieder laufen, auch ganz clever. Was liegt hier? Wo war denn der mit? Jetzt geht's nicht her. Wir sind fast am Ziel. Ja. Da bin ich mir sicher. Ich glaube auch. Aber so cool ist er. Wer ist da? Das muss eine Lehre sein. Ach so, sie ist wiederbelebt. Oh, scheiße. Natürlich dumm von mir. Entschuldigung. Wir sind fast am Ziel. Was die ganze Zeit? Ich bin mir sicher. Aber gehen wir das Licht an, wenn wir reinkommen. Schön, so einen Dimmer zu haben. Ein Bewegungsmelder wahrscheinlich. Zaubertrank der Ausdauer. Okay. Also ein Gargoyle in der Ecke. Lebendig werden. Let's
wir uns gleich. Oh ja. Ach, der hat sie, okay, hat sie lebendig gemacht. Das bringt dein Skript wahrscheinlich um jetzt für uns. Sehr cool. Braves Skelett. Sehr cool. So. Und du mit, du Gargoyle? Energie auffüllen, nicht, dass ich gleich schon hier krepiere. Bügeleisen. Gut. Mich bekommt ihr nicht. Das ist aber auch schnell, der Gargoyle, ne? Noch ein Gargoyle, der wird sich gleich bewegen. Weil dahinter ist eine Kette. Ist er? Ah, komm. War die Mutter die Gargoyle? Die Wachung da? Oder? Weiß ja nicht, sie will ja nicht gefunden werden. Gehen wir noch weiter nach oben. War ich ja zwischendurch mal? Nicht, ist uns eine Überraschung hier. Ah. Soll ich mich zum Vampir verwandeln? Dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Chancen, ein bisschen mehr Power. Jetzt haut der mich wieder hier. Ach, dann hätte sie unter Kontrolle. Der will mich umbringen, den Gargoyle. Ja, will er wirklich. Dann muss ich ihn töten. Voll Sirena. Wenn wir das denn nicht mal unter Kontrolle haben. So. Die Kuh. Okay. Hier durch? Ja, oder können wir hier auch rein? Obwohl, es ist nur ein Zwischengang wahrscheinlich, ne? Obwohl, nee, eigentlich ist es die Tabelle. Lass uns doch mal da reingehen, wo es hier abgeht. Haben wir wieder ein paar Skelette? Wer ist da? Verstecken sind schon viele, ich werde gleich komplett getroffen, wenn ich das okay, seht ihr einen Gargoyle von dem Moment? Gar nicht schlecht. Okay. Ich glaube, ihr mal hinterher. Ja, der ganze Power da, der Gargoyle, ne? Der haut hier einfach alle um. Kann ich da mal rein? Gargoyle? Mensch. Okay, hier ist ein anderer Weg. Da geht's. Oh, geht's nicht weiter. Mal kurz hier hoch. Hier rüber. Hier runter. Hier ist noch nicht rein. Machen wir hier hoch. Ja.
Guck mal. Ein Wolfskopf. Welche Gemächer sind das denn hier? Welche Gebeine sind das? Scheint aber der richtige Weg zu sein, eventuell. Zumindest glaube ich jetzt. Eine große Holztür. Wo hier? Oder Sitzbank? Sitzbank, okay. Dann gehen wir hier mal rein. Okay, sind einige Gargoyles. Ein hitziges Gefecht werden jetzt. Da liegen ein paar Werkzeuge rum. Okay, der ist da. Okay, sind mehrere Waffen. Das sehen wir hier nicht. Ui, da kriegt er ein paar ab. Tja. Okay. Das wird euch eine Lehre sein, ja. Also so viel können sie daraus nicht mehr lernen, die sind alle tot. So, hier sind ein paar. Was sind denn? Schöne hier. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Bestimmt gibt es hier noch eine Art Geheimgang. Ich weiß jetzt, mal gucken. Ich wollte mal die Rüstung angucken, ne? Kleidung, königliche Rüstung. Magier regiert sich, ja, ist natürlich ganz geil. Aber muss irgendwas loswerden. Die echt besser ist, ne? Na gut. Lass mal weg. Okay. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Ja, ich bin auch sicher, dass wir fast am Ziel sind. Deine Mutti müsste hier irgendwo sein. Wenn ihr uns dann auch herzlich empfängt. Ich glaube irgendwie nicht. Noch ein Kabel. Machen wir mal das. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Was Feuermann machen? Ich glaube das ja, warte mal. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ich dachte, das ist jetzt so ein Geheimgang oder so, wenn das Feuer brennt. Wahrscheinlich ist es nicht. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Hier, von da sind wir gekommen. Wir sind nicht. Okay. Gibt es hier irgendwo einen Geheimgang? Wahrscheinlich, ne? Kerzenhalter. Das muss man meiner Mutter lassen. Ah, okay. Ja, hätte man ja auch nicht ahnen können. So, Leintuch, okay. Das ist ein Besen. Hier muss es eine Hexe geben. Gut. Ja, ich würde sagen, wir schauen hinter dieser Tür und zwar in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon zu Ende. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.